Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Und wir treiben so schön gerade übers Meer. Die Möwe hat gerade geschrien, deswegen habe ich gerade mal geguckt, ob ich irgendwas sehe, aber hat vielleicht Verdauungsprobleme. Keine Ahnung, was er hat. Also, auf jeden Fall habe ich mir gerade gedacht, dass ich mir noch mal ein paar Werkzeuge mache. Und zwar brauche ich mal ein paar Scheren und Bogen ist auch kaputt gegangen. Das muss ich auch reinmachen. Also wir haben mal wieder ein paar Möglichkeiten, unser Kram loszuwerden. Metallbarren, Scharnier und Schrott. Und dann, weiß ich nicht, tun wir einfach mal ein paar herstellen. Wir haben es ja. So, davon brauchen wir 20. Und davon brauchen wir auch 20. Und dann zack. Haben wir mal ein paar Scheren hergestellt. Das ging schnell. Oh. Vor allem zu viel. Jetzt sind wir gezwungen, die Tiere zu mähen. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Weißt du, das kann ich als Waage doch nicht. Weißt du? Ach, es ist wieder eine Not. So. Und was ich machen wollte, habe ich gerade gesagt, ist hier, ne? Noch ein paar. Gucke ich aber nochmal in der Kiste, ob ich hier irgendwo noch was drin habe. Nee. Hier, das ist auch noch drin. Warte mal kurz. Guck mal hier, das kommt nämlich da raus. Und das kommt da rein. Und davon haben wir genug. Das brauche ich auch gerade nicht. Ja, dann brauche ich nur 2, 4, 5, 6 ungefähr Bogen. Hier kommt nichts. So, das bedeutet, Bogen haben wir, Planke, Seil. Diesmal brauchen wir einen Bolzen. Ja, wie viel mache ich? 6 Stück, ja. Seile. Planke und Glibber. Vier, fünf, sechs. Perfekt. So, Glibber kommt da wieder rein. Seile kommen da wieder rein. Und dann haben wir wieder für schlechte Zeiten genug Material, ne? So. Das passt. Gucke ich noch mal kurz in die Kiste. Das passt ja auch, wie gesagt. Das ist auch prima. Das passt auch. Das passt. Das geht auch noch. Und das sowieso. So. Jetzt haben wir alles hergestellt. Jetzt habe ich nur 3 Scheren zu viel. Jetzt müssen wir uns vielleicht auch selber scheren. Ich meine, wenn man so lange auf offener See ist, muss man sich vielleicht auch schon mit einer großen Heckenschere schneiden. So. Dich habe ich noch nicht. Dich habe ich noch nicht. Wie wir die Theorie aufgestellt hatten, dass die Tiere verschleißen können, sozusagen. Weil wir ja am Anfang dachten von Raft, wo es die Tiere gab, die sind ja dann irgendwann an Altersschwäche gestorben. Und kann ja auch sein, dass je öfter du ein Tier melkst oder schneidest oder was auch immer, dass das dann auch aufs Tier geht, ne? Alles leer. Ja, die kriegen wir schon leer.
Jetzt wird halt Schnippschnapp gemacht die ganze Zeit. Das kriegen wir schon. So, wie sieht's bei euch aus? Ich habe eine Batterie noch zu vergeben. Die bist nicht du. Und du auch nicht. Oh, was kommt denn da? Noch mal eine große Insel. Kommen wir da hin? Nee. Müssen wir ein bisschen eindrehen. Ein bisschen eindrehen. Das bedeutet... Passt das so? Nee, ne? Ist hier weiter noch so? Wo ist er? So. Da ist er. Da ist er. Ja, das passt. Mit viel Abstand. Sister. Da können wir jetzt die 160. große Insel zusammen machen. Das ist ja Wahnsinn. Cool. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch eine Kiste, wo ich das irgendwie so mal kurz zwischenlagern kann. Ah, siehst du? Hier. Perfekt. Ist jetzt nur die Frage, ob ich auch dran denke, ne? Irgendwann entdecke ich wieder mal diese... diese Kiste. Und dann habe ich mich wieder dran erinnert, was ich da verbrochen habe. Ach, gucke mal. Juhu. Zack. Und flupp. So. Und hier passt eigentlich auch alles. Dann können wir den Anker dingsbumsen. Nochmal Wasser holen. Und ja. Das kann ich immer sehr, sehr schlecht einschätzen. Ich nehme mal noch so ein Gerät mit. Und ich nehme auch noch mal eine Schaufel mit. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Pfeil und Bogen habe ich. Die Axt kommt wieder weg. Die brauchen wir nicht dort. Das kommt nach unten. Zu essen brauchen wir gerade nichts. Das Einzige, was wir jetzt aber noch machen werden, ist schlafen. Haben wir auch schon ewig nicht mehr, ne? So, dann lass uns mal... Habe ich den Anker schon geworfen? Ja, gell? Ja, gell? Man ist so im Flow. Dann weiß man schon gar nicht mehr, was man gemacht hat. Aber es sieht ganz gut aus. So. Eier. Sortiere ich auch mal weg. Kurze Kontrolle. Ist immer gut, wenn man noch mal kurz drüber schaut. So, und dann geht es in unser Schlafbereich. 1253 Überlebenstage haben wir schon. Wäre Zeit, dass wir gerettet werden, Leute, oder? So. Ich muss da mal eine andere Kassette einlegen. Weil es tut schon teilweise weh, glaube ich, oder? Aber ich meine, damit wird man auf jeden Fall wach. So. Morgengymnastik ist auch schon verrichtet. Dann würde ich sagen, it's a go. Auf die nächste Todesinsel. Hier ist schon mal nichts. Einmal um die Ecke. Kein Schwein in Sicht. Alles blaue Blumen brauche ich nicht.
Wie sich's aber auch anschleicht immer, ne? Hier. Habe ich mich nicht in der letzten Folge schon so dermaßen arg erschrocken? Seit neuestem schleichen die. Neuer Skill. Entschuldigung. Tut mir leid. Nochmal kurz nachgefeuert. Seit neuestem schleichen die. So. Mach mal dein Gerät an. Der Gerät. Was sagt er uns denn? Schon mal nix. Mhm. Mhm. Zweite Ausgrabung. Wenn es läuft, dann läuft's. Mhm. Man darf sich nicht beschweren. Kann ich gleich da lassen. Den Plastikscheiß. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die dritte Ausgrabung finden. Jetzt bin ich gespannt. Gut, hier ist nichts. Achso, das habe ich ja hingelegt. Kommt wieder das Schleichschwein. Hallo. Oh, guckt mal, wie das ausschaut. Geil, oder? Ach, was mache ich denn? Den Fall wieder nehmen, ja. Eines der wenigen Spiele, wo man den Pfeil nochmal nehmen kann. So, jetzt nehmen wir nochmal die schwarzen Blumen mit. Und hier oben ist wirklich gar nichts, ne? Nee. Jo, dann ist das so, wa? Dann kann das natürlich noch hier die Insel sein. Wo die Ausgrabung sein kann, ne? Sind ganz schön aggro. Ein blauer Vogel. Nee. Nick ist er. Nichts. Tier ist ja auch nicht. Nee. Dann wieder nur zwei Ausgrabungen. Schon ein bisschen blöd, oder? So, jetzt mal durch die Höhle durch.
nochmal auf die andere Seite, wo das Schwein war. Gehen wir einfach nochmal so richtig schön. The officially way, you know. Okay, das ist echt doof, ne? Wenn man schon die Möglichkeit hat, 3 Ausgrabungen zu machen, dann ist es echt doof. Und wir hätten schon längst ein Signal, wenn hier was wäre. Oh, fuck. Kacke. Das ist ja richtig doof. Aber wie gesagt, dann ist das so, wa? Nur 2 Ausgrabungen. Naja, wenigstens konnten wir uns noch erschrecken, ne? So, dann müssen wir auch gleich futtern. Und leider auch keine besondere Ausgrabung, ne? Nichts Titanerz erhalten oder Bild oder eine Tiki-Figur. Nichts. Schon sehr deprimierend. Zack. So, genau. Essen wollte ich jetzt als erstes. Deswegen gehen wir auch erstmal in die Küche. So. Ach, guck mal hier. Das passt doch. Ich brauche Eissüppchen. Jetzt brauche ich noch ein paar Eier. Liegen ja genug rum. Okay, fertig. Das rentiert sich. So. Jetzt sind wir schon in der Küche. Einmal um die Ecke. Rezept. Oh, guck mal, was hier drin ist. Warum sind die Suppen drin? Warum sind hier Suppen drin und Essen und... Hä? War ich da? War ich aber ganz schön benachtet. Benachtet vor allem. Hä? Warum habe ich das da drin? Habt ihr auch nicht gemerkt, gell? Dass ich verwirrt war. Hier, zack. Passt doch rein. Also da war ich aber richtig verwirrt. So. Einmal zack. Einmal zack und zack. Das können wir jetzt auch wieder schmelzen. Und warte, stopp. Das kommt da noch rein. Glibber. Haben wir hier. Haben wir hier, das haben wir dort. Schmutz haben wir hier. Und das haben wir hier. Und unten noch die Blumen wegsortieren. Und die Samen. Und dann war es das, ne? Oh, Leute! Das war jetzt ja auch komisch, ne? Ja. Vielleicht sollte ich mir so ein paar Sachen einbauen, dass ich mich selber überraschen kann in dem Spiel. Oh, es geht immer mehr in Richtung Castaway. Naja, gut. Okay. Ah, genau. Hier, pass auf. Das machen wir jetzt noch zusammen. Denn die Scheren müssen weg. Rüdiger. Rüdiger, guck. Das hast du ja auch relativ schnell. Sind die Scheren ja weg. Also wieder kaputt, ne? So, siehst du? Es ist doch schon eine weg. Die lege ich mir auf die Tasche. Die 9 Felle werden wegsortiert.
Da passt auch noch was rein und dann passt es. Oder? So. Mal gucken, wo es uns in der nächsten Folge hin verschlägt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis zur nächsten Folge Raft. Und weiterhin die Daumen drücken wegen dem goldenen Roboter. Ich habe schon das Gefühl, dass es vielleicht so sein muss, weil, ne, wie gesagt, wenn wir jetzt den goldenen Roboter hätten, müsste ich eigentlich eine Raft-Pause einlegen bis zum nächsten Update. Und der goldene Roboter lässt uns zu keiner Pause. Und das ist ja eigentlich auch gut. Ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet, ne? Wenn jetzt keine Raft-Folgen mehr kommen, wäre schon ein bisschen doof, oder? Jetzt pass auf, in der nächsten Folge kommt der goldene Roboter. Okay, also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.